Willkommen zu diesem neuen Video, ich bin McAllister und heute gibt es mal wieder was vom Grill, nämlich vom Drehspieß. Ich habe Bock auf Hähnchen gehabt und ich habe gesagt, wir machen heute mal so ein richtig schönes Knoblauchhähnchen, also knoblauchvolle Knäcke und das werden wir heute zubereiten. Das alles seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Wir werfen zuallererst mal einen Blick auf unsere Zutaten. Hier habe ich zwei schöne Hähnchen mit jeweils gut 1,5 Kilo. Wir brauchen reichlich Knoblauch, wir brauchen ein bisschen Zitrone, wir haben Petersilie, hier habe ich ein bisschen Sesamöl und dann braucht ihr ein bisschen Gewürz. In meinem Fall ist es das Fritti Mercurial Gewürz, eigentlich ein Pommesalz, aber mit den Zutaten wie Paprika, Salz und Pfeffer, was wir hier dran haben, auch perfekt für Hähnchen. Des Weiteren brauchen wir dann heute noch einen Drehspieß bzw. auch einen Drehspießaufsatz für den Kugelgrill oder einen Spießaufsatz für den Gasgrill. Da gibt es ja verschiedenste Methoden. Das ist völlig egal. Wir werden uns den für den Kugelgrill nachher nochmal genauer angucken. Nichtsdestotrotz sei gesagt, Rezept und genaue Mengenangaben gibt es unten in der Videobeschreibung. Und dann hätte ich gesagt, starten wir mit unseren Vorbereitungsarbeiten. Wir beginnen heute zuallererst mit unserem Knoblauch, denn das ist die meiste Arbeit heute. Ich habe hier insgesamt 3 Knollen und die müssen jetzt erst einmal geschält werden. Und das werde ich jetzt erstmal in aller Ruhe machen. Dazu werden wir uns hier hinten das Ende einfach nur mal wegschneiden. Dann sind die hier schon so leicht geöffnet und dann können wir uns die einzelnen Zehen hier einfach rausreißen. Und wie gesagt, dann wird das alles noch geschält und das mache ich jetzt mal. Also in Summe waren es jetzt nur 2 Knollen Knoblauch. Ich habe die Info von der Frau gekriegt, ich soll ein Hähnchen ohne Knoblauch machen. Dann machen wir das, wenn die Chefin das sagt. Und 2 Knollen sind dann für mein Hähnchen. Ja, und da hätte ich jetzt gesagt, wir pressen uns den Knoblauch jetzt erst einmal hier schön durch so eine Presse hier durch. Also das ist eine ordentliche Menge, was wir hier haben. Und da gehen wir jetzt einfach ein bisschen Sesamöl drüber. Ihr könnt auch das Öl verwenden, was ihr gerne mögt. Und dann werden wir uns das alles hier nur ein bisschen durchmengen. Und dann haben wir den Knoblauch auch schon weitestgehend vorbereitet. Dann soll es hier eine Vorbereitungsarbeit gewesen sein. Und dann machen wir uns jetzt auf, dass wir unser Hähnchen einmarinieren. Und dann starten wir mit meinem Hähnchen. Wir geben hier unser Knoblauch mit ein bisschen Öl hier drauf. Und dann werden wir das alles hier einmal kräftig einreiben. Ihr schaut, dass überall ein bisschen was von dem Knoblauch einfach herankommt. Was knoblauchtechnisch so runterfällt, das können wir alles hier in den Innenraum hineingeben. Wenn alles schön mit Knoblauch und Öl benetzt ist, werden wir das Ganze jetzt noch einwürzen. Ich habe ja gesagt, da nehme ich heute das Fritti Mercury Gewürz. Eigentlich ein Pommesgewürz, aber mit seinen Komponenten wie Paprika und Knoblauch und ein bisschen Pfeffer und Salz ist es richtig perfekt geeignet auch für Hähnchen. Und deswegen werden wir das heute hier verwenden. So, und das Schöne ist, wenn wir jetzt unser Gewürz dran haben, können wir hier den ganzen Knoblauch vom Brett unten wieder aufditschen. Das bleibt dann alles an unserem Gewürz schön haften. Und da geht es dann weiter mit der Füllung. Wir packen jetzt hier noch ordentlich Zitrone und Petersilie mit hinein. Einfach schön vollstopfen. Da müsst ihr gar nicht mal zärtlich sein. Und dann ist Hähnchen Nummer 1, sprich mein Hähnchen, fertig. Und dann werden wir das von der Frau noch einwürzen. Wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr hier die Ärsche nur ein bisschen mit Zahnstocher zupieksen. Aber ich werde es dann am Drehspieß so anbringen, dass da quasi hier Arschstocking ist, dass hier Arsch an Arsch ist. Da sollte dann nichts rausfallen. Apropos Spieß, da werden wir das Ganze jetzt draufpacken. Und das machen wir jetzt auch. Hier ist er, unser Spieß. Und wir werden jetzt hier einfach mal von oben schön durch unser Hähnchen durchrammen. Wenn wir bloß schauen, dass wir hier auch wirklich gut durchkommen und nicht wieder alles herausholen. Wir haben ja an unserem Spieß hier hinten so schöne Klammern dran. Und ja, man sagt immer, man soll die hier nicht reinrammen, aber genau dafür sind sie da, weil angeblich läuft dann zu viel Saft aus. Aber ich will ja auch, dass das alles hier fest oben ist. Deswegen wird es hier reingerammt. Jetzt schaue ich bloß, dass ich da noch ein bisschen weiter in die Mitte komme, so in etwa die Position, und dann können wir den hier einmal
schön festmachen. Und dann habe ich ja gesagt, wir machen hier einmal Arschdocking. Deswegen gehen wir jetzt hier von der Seite rein und schauen, dass wir vorne am Schopf wieder rauskommen. Genau so. Dann wird hier am anderen Ende auch die Klammer befestigt. Also wirklich schauen, dass die schön kompakt eng aneinander sind. Und auch hier wird dann alles festgezurrt. Und so gefällt mir das richtig gut. Dann warte ich jetzt, bis die Kohle durchglüht ist. Und dann geht's ab auf die Rotisserie mit unseren beiden Händchen. Die Kohle ist dann weitestgehend durchgeglüht. Wir haben heute die Kokosnusskohlen von Barbecue Toro. Ich hoffe, man kann es ein bisschen kennen. Will es jetzt bloß nicht hier über die Flamme halten. Der Aufsatz hier ist auch von Barbecue Toro. Das ist so ein Kombigerät, wo man als Pizza-Aufsatz bzw. wie in unserem Fall heute als Rotisserie-Aufsatz verwenden kann. Werde euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, und dann werden wir uns hier unsere Kohle mal schön indirekt hineingeben. Bisschen was auf der linken Seite und bisschen was auf der rechten Seite. Muss jetzt noch gar nicht so hübsch sein. Und damit wir da in der Mitte so einen schönen Distanzhalter haben, gebe ich jetzt hier so eine kleine Konzesschale rein. Wer möchte, kann jetzt hier noch ein bisschen Wasser reingeben, ist aber nicht vonnöten. Und dann werden wir uns hier unseren Spieß hier einmal in den Motor einsetzen. Wir schalten uns den Motor an und drehen tut sich's. Ja, und dann heißt es für uns eigentlich nichts weiter zu tun, außer unseren Deckel drauf geben. Und was einem hier als erstes in die Nase strömt, ist natürlich Knoblauch. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt noch ein bisschen Knoblauch dran haben, könnt ihr gerne noch mit dazugeben. Da sind in der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Auf jeden Fall werden wir uns das alles jetzt einregeln auf gute, ja, 180 bis 200 Grad. Und dann, denke ich, wird unser Hähnchen, Broiler oder wie auch immer ihr das nennt, gute Stunde dauern. Wir werden nochmal in der Brust die Kerntemperatur messen. Da peile ich mal so gute, ja, 75 bis 80 Grad an. Ich denke, da sind wir dann auf einem guten Weg. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns nachher wieder. Willkommen zurück. Es sind jetzt 40 Minuten vergangen und ich habe vorhin nochmal einen Meter hier reingegeben in die Brust von meinem Händchen. Und ihr könnt sehen, also wir haben jetzt aktuell hier 70 Grad im Inneren, 74 Grad ist das Ziel, 4 Minuten sind verbleibend. Also ich gehe bis zu die 80 hoch, definitiv. Was ich jetzt noch machen werde ist, naja, jetzt schaut euch natürlich erst einmal das Händchen an, bevor ich hier weiter erzähle. Also ich hätte gesagt, der schaut schon mal hervorragend aus und wir können jetzt hier einfach mal unsere Schale hier herausnehmen, denn ich möchte das Ganze jetzt hier nur so ein bisschen direkt quasi, naja, ein bisschen anknuspern lassen. Deswegen werden wir jetzt die ganzen Kohlen hier von den Seiten in die Mitte geben, dass wir hier richtig knallig Bums vor unten haben. Den Deckel werden wir jetzt auch offen lassen und dann hätte ich gesagt, lassen wir das alles jetzt nochmal für weitere 5 bis 10 Minuten einfach schön angrillen. Also da wird jetzt nochmal einiges an Fett heraustropfen und Farbe dazukommen. Aufschauen müsst ihr, dass euch das Ganze nicht schwarz wird. Das ist die einzige Schwierigkeit dabei. Und dann hätte ich gesagt, werden wir das jetzt einfach mal machen. Und dann haben wir es final geschafft. Also der Effekt war jetzt wirklich nochmal richtig cool. Durch das, dass das Fett hier auch runtertropft, sind ja nochmal die Flammen aufgeschlagen. Also unser Hähnchen ist nochmal von der Flamme geküsst worden. Und dann schnappe ich mir jetzt hier den Spieß. Und ich hätte gesagt, wir gehen rüber an den Tisch. Und da werden wir jetzt hier die Klammern lösen und aufmachen. Und jawohl, ja. Das ist wirklich ein Träumchen geworden. Also das ist jetzt hier unser mit Knoblauch einmariniertes Hähnchen. Und von dem werde ich mir jetzt auch ein Stück runter machen. Ich denke, ich werde hier so einen Schlegel hier einfach mal nehmen. Den drehe ich mir hier weg. Und habt ihr gesehen, das zerfällt alles, Freunde. Also richtig, richtig geil. Da ist jetzt probiere letzte Zeit. Ich bin mega gespannt.
Also allein vor der Zubereitung her, Freunde, ich bin schon mega angetan und dann hätte ich jetzt einfach gesagt, guten Appetit. Wir probieren hier unser Knoblauchhähnchen. Also Freunde, das gehört sich verboten, so geil wie das ist. Das ist brutal geil. Ich habe jetzt hier gerade nur so einen Chicken Wing einmal heruntergemacht. Einfach für den Test, auch für die Haut. Also, Date, wenn ihr habt, Freunde, das könnt ihr komplett knicken. Also die Knoblauchfahne, die ist so massiv, was wir hier haben. Außer die Lady steht auf sowas, aber geschmacklich ist es natürlich jetzt wieder was ganz was anderes und das ist einfach nur pornös. Also ich bin mega, mega geflasht hier vor dem Ganzen. So habe ich Hähnchen natürlich auch noch nie gehabt. Interessant wäre jetzt der direkte Vergleich hier vom Hähnchen vor der Frau, wo einfach nur mit meinem Pommesalz gewürzt worden ist. Aber da fehlt natürlich einfach auch der geile, knackige Knoblauchbums und mir taugt Knoblauch und wenn er euch auch taugt, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, das einmal so nachzumachen. Vielleicht wegen der Haut. Also ihr hört, die ist nicht so extrem knusprig geworden, wie man sich es eigentlich vorstellt. Hätte vielleicht noch ein bisschen aushauen können, aber da muss man jetzt dann wieder abwiegen. Entweder knusprige Haut oder das Ganze wird kurz trocken. Lieber verzichte ich da ein bisschen auf den Crunch vor der Haut und habt dafür richtig geiles, saftiges Fleisch. Aber das könnt ihr so praktizieren, wie es für euch am besten taugt. Und mit den Worten möchte ich dann heute auch zum Ende kommen. Hat es euch gefallen, gebt mir wieder einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein, könnt ihr das hier oben gerne jederzeit nachholen. Probiert das Ganze mal selber aus, ihr werdet begeistert sein. In dem Sinne bin ich raus, sagt danke fürs freundliche Zusehen, euer McAllister. Macht's gut, ciao.